Ja. Entfesseln Sie Ihr Potenzial in der diskreten Fertigung. Herzlich willkommen. Es geht heute um Guided Selling. Es geht um kapazitätsgeprüfte Auftragssimulationen. Es geht um komplexe Planungsanforderungen und wie man Transparenz ins Projektcontrolling bekommt. Denn eins ist ja klar, als Variantenfertiger, und das ist ja der heutige Titel, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, um zu einem individualisierten Produkt, also zu einem personalisierten Produkt zu kommen. Und wir wollen das heute mal anhand eines kleinen Roboters machen. Ja, tausche Roboter durch Fahrradhersteller, durch Pumpenhersteller, durch was auch immer, durch Variantenkonfiguration. Heute am Beispiel eines Roboters. Und was da ganz, ganz wichtig ist, dass wir quasi geführt durch einen Prozess laufen, dass wir einen grafischen Konfigurator davor gesetzt haben, der auch noch sexy aussieht. Der ist integriert, komplett integriert ins ERP-System. Und dieser letzte Satz ist ganz, ganz wichtig. Komplett integriert ins ERP-System. Was kann das denn heißen? Ja, wenn ich Plausibilitätsprüfung mit drin habe, wenn ich sage, gut, diese Ohren an dem Roboter, die funktionieren nur, wenn ich auch das und das habe. Das heißt, ich habe schon im Vorfeld Möglichkeiten ausgeschlossen, die gar nicht funktionieren. Und ich könnte nachher quasi dieses Angebot direkt in die Produktion einlasten, weil er alles schon durchgelaufen ist. Und dann kann ich auch schon direkt zurückgeben und zurückspielen, wann denn der Kunde das Endprodukt in den Händen halten kann. Welche Vorteile so ein integrierter Konfigurator hat, auf alle Fälle eine Verkürzung der Angebotsphase. Und dadurch, dass ich, wie eben schon gesagt, auch direkt weiß, ich habe meine Anforderungen reingegeben und ich bekomme schon direkt zurück, wann das Ding fertig sein kann, bekomme ich auch gleichzeitig eine höhere Kundenzufriedenheit. Und last but not least, dann lasse ich dadurch natürlich auch den Vertrieb. Den kann ich natürlich immer noch mit einbauen. Ich kann auch sagen, die Anforderungen, die Anfragen gehen zuerst zum Vertrieb, werden dann eingelastet. Das sind alle so Geschichten, die wir uns jetzt genau und näher anschauen. Und wir machen es heute auch sehr, sehr plastisch. Das heißt, wir gehen in die Systeme, wir zeigen Ihnen die Systeme, wir zeigen Ihnen die Demos. Wenn ich von wir rede, dann ist das nicht wir der König, sondern ist das natürlich unser Experte, unser Industriemanager Michael Hering. Hallo Michael. Hi Mikai. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das denn mal aussehen kann. Ja, dann teile ich jetzt mal und wir gehen dann doch jetzt mal in die... Gut, wenn man sich mit dem Thema Produktkonfiguration beschäftigt, gibt es da natürlich eine Reihe von Begriffen. Und exemplarisch, also wir sprechen über Guided Selling, wir hören was über Variantenmanagement, wir hören CPQ, wir haben Produktkonfiguration, Variantenkonfigurator. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wissen wir eigentlich alle, was das bedeutet? Und wissen Sie auch, wann Sie es brauchen und vor allem, was es Ihnen bringt? Dann steigen wir direkt mal ein. Also das ganze Thema Variantenmanagement und gehen wir mal eine Stufe weiter. Es gibt natürlich im Bereich der diskreten Fertigung verschiedene, ich nenne es mal Produktionsarten. Da haben wir einmal den typischen Engineer-to-Order-Prozess. Das heißt, wo alles von der Entwicklung über den Einkauf bis hin zur Lagerhaltung, Fertigung, Montage quasi dann auftragsbezogen gehandhabt wird. Dann die nächste Stufe ist quasi Make-to-Order, wo ich halt dann auftragsneutral einkaufe, lagere, vielleicht schon eine auftragsneutrale Vorfertigung habe und dann im Endeffekt Teile der Fertigung, Teile der Montage, Auslieferung beim Kunden, das Ganze dann auftragsbezogen ist. Und ich habe natürlich den Bereich Assemble to Order, wo ich mich eigentlich nur aus vorgefertigten Baugruppen bediene und die quasi dann auftragsbezogen assembliere, montiere. Und last but not least den Bereich Make to Stock, wo ich eigentlich meine Produkte zu 100% auf Lager produziere und einfach nur ausliefere. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht alles dann schwarz und weiß ist. Bei den meisten Unternehmen gibt es halt dort eine Mischform. Das heißt, jedes Unternehmen, fast jedes Unternehmen, auch wenn ich Engineer to Order bin, haben in der Regel einen Teilbereich, der schon auftragsneutral vorgefertigt wird. Und spätestens, wenn ich im Ersatzteilgeschäft bin, habe ich automatisch einen relativ hohen Anteil an Make to Stock. Jetzt haben wir in der Folie davor eine ganze Reihe von Begriffen gesehen. Ich mache es einfach immer einfach, darum würde ich mal sagen, klassischerweise, je höher der Bereich ist, wo ich dann halt eine auftragsneutrale Vorfertigung habe, eine Auftragsmontage nur habe, also die Bereiche Make-to-Order und Assemble-to-Order,
Dort ist natürlich der Einsatz eines Produktkonfigurators relativ einfach möglich. Gut, bei so einer Brandweite, dann steigen wir einfach mal in die Basics ein. Das heißt, wenn ich mich mit dem Thema Variantenmanagement beschäftige, was bedeutet das eigentlich? Da gibt es natürlich ein paar Definitionen, aber die entscheidenden Punkte sind eigentlich, dass ich natürlich, wenn ich Variantenmanagement mache, versuche, die Anzahl der Varianten zu reduzieren. Das heißt, ich versuche auch die Kosten zu optimieren, denn je mehr Gleichteile ich habe, desto ja, besser kann ich natürlich auch einkaufen, desto leichter fällt es mir auch, etwas zu montieren oder zu produzieren. Und ich versuche darüber auch dann die Komplexität zu managen. Wichtig ist das ganze Thema Variantenmanagement. Das ist eigentlich die Basis für eine jede Konfiguration. Das heißt, man muss sich mit seinen Produkten schon deutlich auseinandersetzen, auch analysieren, welche Varianten bringen mir halt den meisten Gewinn, wo mache ich den meisten Umsatz mit, wie kann ich Gleichteile managen. Und daraus leitet sich halt dann die Konfiguration ab, die später stattfindet. Wenn wir im Bereich der Konfiguration sind, stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich ein Varianten- oder ein Produktkonfigurator? Und hier ist es ja schon so, wenn ich einen Produktkonfigurator habe, versuche ich natürlich im Endeffekt anhand von Abfragen eines Regelwerkes, ich habe Merkmale definiert und Ausprägungen auf ein bestimmtes Produkt oder ein neues Produkt hinzuweisen. Das heißt, ein klassischer Varianten- oder Produktkonfigurator kann nicht nur eine Auswahl treffen und sagen, ich anhand von Regelwerke ist das das richtige Produkt, sondern gegebenenfalls können auch komplett neue Produkte automatisiert generiert werden. Und es handelt sich dann in der Regel natürlich logischerweise um eine Software. Und hier haben wir verschiedene Varianten. Es gibt natürlich Konfiguratoren, die extern im Einsatz sind, das heißt, die ich dann als Konfigurator kaufe, die ich dann losgelöst von einem jeglichen System betrachten kann. Aber es können natürlich auch dann Konfiguratoren sein, die halt in das ERP-System integriert sind. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und natürlich haben wir dann darüber hinaus, und das ist auch so ein Begriff, Guided Selling. Aber Guided Selling ist eigentlich nichts anderes, sobald ich einen Konfigurator habe, den ein Kunde benutzt oder auch mein Vertriebsinnendienst benutzt, soll der dazu beitragen, dass Kunden schnell und einfach die richtige Kaufentscheidung treffen. Das heißt, man wird halt geführt, es werden die richtigen Fragen gestellt und über die Fragen haben wir so einen Entscheidungsbaum und der verweist dann halt auf das richtige Produkt eines, was der Kunde eigentlich für seinen Einsatzzweck benötigt, hin. Und das Ganze, das ist dann auch einer der Punkte, die der Mick am Anfang gesagt hat, das kann auch dann in der Regel schon ohne Vertrieb stattfinden. Das heißt, Konfiguratoren, die ich meinen Kunden zur Verfügung stelle, da ist der Kunde in der Lage, wenn die Fragen richtig gestellt sind im Konfigurator und die Optionen richtig präsentiert werden, sich da durchzuklicken und kommt dann halt schnell zu einer Kaufentscheidung. Das heißt, der Benutzer wird durch einen Konfigurationsprozess geführt und kommt so auf eine verkaufsfähige Variante. Es ist also per se gar nicht möglich, weil das Regelwerk so aufgebaut ist, dass es dort auf ein Produkt hinausläuft, was ich vielleicht gar nicht fertigen kann oder verkaufen kann, aus technischen Gründen oder vielleicht verkaufstechnisch gar nicht anbieten möchte. Natürlich ist es so, dass das Thema Guided Selling im Prinzip die Ausbaustufe ist. Da ist die Konfiguration schon zu 100% perfekt. Aber es macht natürlich auch Sinn, Konfiguratoren zu nutzen, wo vielleicht nur 80% fertig konfiguriert werden und bei den letzten 20% noch der Techniker dann drauf gucken muss. Das ist in dem Bereich, wenn ich halt mich mehr von Make-to-Order Richtung Engineer-to-Order bewege, dann habe ich klassischerweise, dass am Anfang zumindest die Produktkonfiguration noch nicht zu 100% fest ist. Ja, was bedeutet dann CPQ? Das heißt, CPQ ist logischerweise ein reines Expertensystem. Im Vordergrund steht,
die Konfiguration und die Erstellung von verkaufsfähigen Produkten, ein CPQ-System, Configure, Price, kalkuliert auch Preise und Quote, es kommt im Endeffekt ein Angebot heraus, das der Kunde dann zugeschickt bekommt oder ja, und was dann halt der dann geprüft werden kann. Wichtig ist Konfiguration, Preisermittlung und Angebotserstellung. Das ist eigentlich etwas, was komplett automatisiert läuft, wo halt dann auch kein Vertriebsmitarbeiter zwangsweise mit involviert sein muss. Jetzt habe ich ja gesagt, es gibt eine Reihe von Systemen, die standalone zu betreiben sind. Generell kann man jedoch sagen, ich habe zwei Arten der Integration. Die erste Variante ist, dass ich mein CPQ-System mit einem CRM-System integriere. Das heißt, im CPQ wird im Prinzip ein Angebot, eine Anfrage erzeugt. Es geht in das CRM-System rein und wenn der Kunde natürlich das Angebot annimmt oder tatsächlich bestellt, ist dann die Integration in das ERP-System gefragt, weil im Endeffekt ist das ja das operative System, wo später auch die Fertigung drüber abgebildet wird. Dieses Konstrukt hat natürlich deutlich Vorteile. Das heißt, ich kann mir ein CPQ-System, ein CRM-System und ein ERP-System losgelöst voneinander aussuchen. Ich kann zum Beispiel auch mandantenübergreifend in einem CRM-System meine Vertriebsprozesse verwalten. Bedeutet natürlich auf der anderen Seite, gerade wenn ich halt nicht nur im Vertrieb eine Konfiguration haben möchte, sondern im Endeffekt später auch Stücklisten konfiguriert werden sollen, dass ich meine Konfigurationsregeln zweimal hinterlegen muss. Einmal im CPQ für die vertrieblichen Konfigurationen und dann im ERP für die Produktkonfiguration. Und logischerweise habe ich natürlich auch eine ganze Reihe von Stammdaten, die gegebenenfalls synchronisiert werden müssen. Das heißt Kundendaten, Zahlungsbedingungen, Kreditlimits. Wie sieht es mit dem Saldo des Kunden aus? Das sind Informationen, die benötige ich halt dann logischerweise auch im CRM, aber natürlich auch unter Umständen im CPQ, weil dort kann natürlich dann schon eine Prüfung erfolgen, ob ein Kunde überhaupt sag ich mal, an einer Konfiguration teilnehmen kann, ob das Angebot dann überhaupt später übertragen wird. Also ich muss die Information auch übertragen, denn wenn ich im CPQ ein Angebot erstelle, sollen da natürlich auch schon die Zahlungsbedingungen und alle Informationen hinterlegt werden. Also Variante 1, Integration eines CPQ mit dem CM-System bedeutet mehr Flexibilität auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch relativ viele Schnittstellen, die dort ablaufen müssen. Die zweite Variante ist dann die Integration direkt mit dem ERP-System. Das heißt, hier haben wir dann das CPQ-System oben dargestellt, woraus die Anfrage erzeugt. Dann wird ein Angebot erstellt. Das ist das, was im Prinzip gemeinsam genutzt wird. Und im ERP-System findet dann die technische Konfiguration statt. Aber gemeinsam genutzte Daten sind auch die Formeln, die Funktionen, die Attribute, die ich dort habe, weil dort greift dann der Vertriebskonfigurator, also das CPQ, drauf zu, genauso wie die technische Konfiguration. Und aus der technischen Konfiguration fällt im Endeffekt eine Auftragsstückliste heraus und es wird auch danach entsprechend dann produziert. Gut, Nick, aber ich denke mal, Ja, genau. Jetzt, der Worte sind genug gewechselt. Lass uns nun auch endlich Taten sehen. Denn wir haben ja im Endeffekt haben wir eben auch festgestellt, 21% haben noch nichts darüber gehört. Also wollen wir uns jetzt mal das System mal live angucken. Das war jetzt gerade wichtig, dass wir so die Hintergrundinformationen haben. Und jetzt gucken wir uns mal an, was so ein grafischer Konfigurator, so ein CPQ-System eigentlich kann. Wie man, dass man quasi durch die grafische Konfiguration geführt wird, wie das aussehen kann, dass wir uns Online-Empfehlungen ansehen können, dass wir quasi ja eine Übergabe der Anfrage und des Angebots ans ERP-System. Wie sieht das denn aus? Wie sieht die Auftragserstellung aus? Ne, die Nachkalkulation. Und wir wollen nachher nochmal gucken, wenn ganz am Ende der Roboter vielleicht der Arm kaputt ist, was mache ich denn eigentlich mit dem Serviceportal? Das schauen wir uns mal live im System an. Michi, und jetzt bin ich mal gespannt. Wir konfigurieren jetzt diesen schönen, schicken, schwarzen Roboter mit diesen roten, ja, Ohrenkränzen.
LEDs. Starten wir doch mal. Ja, LEDs, genau. genau, ja, Starten wir genau. nochmal. Dann springe ich mal in den Konfigurator rein. Das ist jetzt mein webbasierter Online-Konfigurator. Und hier ist die Besonderheit dabei, die Konfigurationsregeln kommen direkt aus dem ERP-System. Das heißt, es müssen nicht Regeln und Daten doppelt gepflegt werden. Die werden dann auch immer in Echtzeit synchronisiert. Hier habe ich jetzt meinen Roboter, den ich konfigurieren kann. Und auf der anderen Seite habe ich vielleicht noch Ersatzteile zu konfigurieren, wenn ich nur einen Arm kaufen möchte oder einen Sattelauflieger. Aber ich denke mal, mit einem Roboter kann sich fast jeder was vorstellen. Das heißt, ich habe am Anfang gesagt, der Kunde wird durch das System geführt. Und hier haben wir jetzt Einsatz, das heißt der Einsatzzweck. Und wenn ich sage weißer Kunststoff, ist es halt antistatisch für Anwendung in Reinraumumgebungen, zum Beispiel in Laboren. Wenn ich einen gelben nehme, den kann ich vielleicht ganz gut auf meinem Flugfeld einsetzen, weil er halt dann eine Signalfarbe hat. Aluminium ist dann auch noch möglich oder Strom- und wärmeableitend wäre Kupfer. Ich denke, wir nehmen mal den Carbon-Roboter. Ich glaube, Mick, das war ja auch deine Präferenz. Und Ja. was wir auch dann schon erkennen hier, wenn ich über die Bilder gehe, sehe ich auch hier im Vorschaubild, wie der Roboter dann aussehen wird. Ich gehe mal drauf. Der nächste Schritt wäre halt dann die LEDs. Das heißt, jetzt habe ich hier keine LEDs. Ich könnte blaue auswählen. Ich habe LED für Wachstum, Licht für Pflanzen und natürlich auch hier die Möglichkeit, über ein Fragezeichen noch auf Detailinformationen zuzugreifen. Wie gesagt, diese ganzen Daten, die wir sehen, die sind nicht in dem Online-Konfigurator gepflegt, sondern im ERP-System. Damit wir es mal schön kontrastreich haben, nehme ich mal eine rote LED. Und jetzt kann der Roboter natürlich noch ausgestattet werden. Hat er einen Lautsprecher, hat er eine Kühlung? Und ich nehme eine Kühlung, weil genau wie es hier steht, das Lüfter-Upgrade bietet mehr Kühlleistung für intensive Aufgaben. Also wenn der Roboter viel denken muss und der Kopf heiß wird, kann ich halt hier besser lüften. Bis zu 1000 Umdrehungen, das ist genau das, was ich haben möchte. Also die Beschreibung führt den Anwender Stück für Stück dadurch. Es ist nicht so, dass ich sage, ach, das sieht schöner aus, sondern ich habe die Beschreibung, wofür ist diese Option eigentlich gedacht, wobei hilft die mir, sodass ich dann entscheiden kann, was ist der Einsatzzweck meines Roboters, was muss der eigentlich können und danach wird die Konfiguration aufgebaut. Auf der rechten Seite sehen wir dann auch, dass hier schon eine Vorschaubild aufgebaut wird. Das heißt, ich habe hier das Vorschaubild sehe ich schon, das ist mein Roboter, der schwarze Körper mit den LEDs. Ich sehe meinen Ventilator hier drin. Aber was noch nicht konfiguriert ist, ist zum Beispiel die Arme. Die sind jetzt noch in meiner Default-Farbe in Weiß dargestellt. Ich denke, wir nehmen einen intelligenten Roboter mit 4 Kernen. Das wählen wir mal aus. Und jetzt sehe ich auch schon hier in dem Vorschaubild, dass der Prozessor mit ausgewählt wurde. Der wird jetzt in dem Bild nicht angezeigt, da der Prozessor hier innen drin ist und auf der anderen Seite. Darum wird jetzt hier weiterhin nur von außen angezeigt, aber die zusätzlichen Informationen, die Optionen stehen dann hier. Gehen wir mal einen Tacken Und höher, weil das jetzt auch ganz schön zu sehen ist. Dadurch, dass wir jetzt auf den Arm geklickt haben, wird jetzt quasi der normale Strahl unterbrochen und es kommt ein Substrahl zum Tragen. genau, weil jetzt habe ich nämlich genau die Schiene, dass ich den linken Arm konfiguriere. Und wir haben mal ganz am Anfang gesehen, ich kann auch den Arm einzeln konfigurieren. Also in diesem Fall ist es so, dass ich auch, wenn ich den Roboter inklusive Arme konfiguriere, ich nicht die Konfigurationsregel für den Arm doppelt pflegen muss, sondern an einer Stelle und die Konfiguration für den Arm ist quasi mit der Konfiguration des Roboters verknüpft und greift so ineinander. Gut, mache ich mal weiter. Ich nehme einen Bohrer. Auch hier soll es dann halt Kohlefaser sein und in Schwarz. Ich möchte klares Glas haben und ja, so eine Flüssigkeit mit Trägerblasen. Und schon sind wir jetzt im rechten Arm.
Jetzt nehme ich mal anstelle eines Bohrers eine Fräse, damit das gleich aussieht, auch wieder Kohlefaser in Schwarz. Und auch klares Glas, damit man zum Beispiel Verschmutzung immer Flüssigkeit direkt erkennen kann. Und nehme auch die Flüssigkeit mit Trägerblasen. Jetzt haben wir hier das Vorschaubild. Der Roboter ist genauso, wie ich ihn konfiguriert habe. Auch hier auf der rechten Seite sehen wir jetzt die Zusammenfassung des Roboters, wird immer länger und hier auch das Vorschaubild. Ich habe die Möglichkeit, das direkt als PDF zu speichern und die ganzen Sachen, die ich noch machen kann. Des Weiteren kann ich natürlich jetzt noch Zubehör auswählen. Mein Roboter, der muss viel denken, darum kriegt er noch eine zusätzliche CPU und ich möchte ein Service-Kit mit verkaufen. Gut, das war jetzt meine Auswahl. Ich gehe weiter und jetzt muss ich meine Informationen eingeben, weil in meinem Beispiel ist es jetzt so, dass ich als ja mich nicht über mein Kundenportal eingeloggt habe, sondern vielleicht gerade als erstes Mal oder als Mitarbeiter eines Unternehmens auf die Webseite draufgehe. Also erfasse ich meine Daten. Ich sage, ich möchte einen Roboter haben. Und die Betriebsbedingung ist dann für diverse Anwendungen. Ich schreibe da mal irgendwas rein. Da muss ich natürlich ganz normal die Datenschutzerklärung bestätigen und ich schicke die Angebotsanfrage ab. Vielen Dank. Die Anfrage wurde übermittelt. Das heißt, die kriege ich jetzt auch parallel per E-Mail. Gut, das war jetzt so meine Online-Konfiguration. Aber ich habe ja gesagt, wir sind im ERP-System integriert. Das heißt, ich gehe jetzt in das ERP-System rein, gehe auf meinen Konfigurator und auf die Angebote drauf. Was ich jetzt mache, ist einfach mal so ein manueller Schritt, die Synchronisation der Daten. Jawohl, das kann man natürlich auch dann automatisieren. Und jetzt sehen wir hier schon genau das Angebot, mein Roboter in Schwarz. Jetzt ist es hier, an dieser Stelle in meinem Szenario muss jemand drauf gucken, weil Michael Hering war jetzt halt nicht so bekannt und ich habe mich vielleicht auch bei dem Firmennamen verschrieben. Das heißt, irgendeiner prüft jetzt und sagt, das Angebot, aha, der Michael Hering gehört zur Cosmo Consult. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Debitor auswählen, den richtigen oder gegebenenfalls einen neuen anlegen. Hier sind wir jetzt im Standard von Business Central. Und würde dann jetzt das Angebot erstellen. So, Angebot ist erstellt. Und jetzt sehen wir halt hier in Business Central mein Angebot, was ich dort habe. Ich könnte mal in die Checkliste reingehen. Das ist jetzt, was wir im Hintergrund sehen, nämlich genau mein Vorschaubild, mein Roboter, Carbonfaser. Die LEDs in Rot, also die ganzen Informationen, die ich konfiguriert habe, sind auch hier im Business Central drin. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass ich auch hier über das hinterlegte Regelwerk sagen kann, ich führe eine Konfiguration automatisch durch und jetzt werden auf Basis der Eingaben, die im Web gemacht werden, Stücklisten erzeugt. Das heißt, das Erste, was wir sehen, ist, es erscheint auf einmal hier eine separate Zeile, weil das Service-Kit ist natürlich etwas, was on top verkauft wird, was nicht in den Roboter mit eingebaut wird. Darum ist das aus der Konfiguration herausgenommen worden und als separate Zeile hier eingefügt worden. Aber wenn man jetzt mal hier guckt, gehe ich auf die Stückliste drauf und sehe, dass wir jetzt halt die Fräse haben, Carbon-Schwarz, Klarglas. LED rot, also die ganzen Informationen sind eingetragen. Jetzt würde ich halt aus dem Angebot einen Auftrag machen. Es würde in die Produktion reingehen. Also die Stückliste habe ich ja. Aber hier springe ich jetzt mal aus Zeitgründen, weil das interessante Thema ist natürlich, wenn ich auf die Aufträge draufgehe und ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ein Roboter. Ich öffne mal die sogenannte Kalkulation über die Stückliste und gehe in eine mitlaufende Kalkulationsmatrix rein, dann sehe ich nämlich jetzt genau nicht nur die Verkaufspreise aus dem CPQ, sondern auch nochmal gegenübergestellt, was waren die Werte im Angebot auf Basis der Stückliste. Auftrag, Fertigungsauftrag, Sollkosten und die tatsächlichen Werte, die
zurückgebucht worden sind. Also hier habe ich jetzt die Brücke geschlagen zwischen der Vertriebskonfiguration, Abrufen und automatisches Konfigurieren der Produktionsstückliste, Übergabe an die Produktion mit Vorkalkulation, mitlaufende Kalkulation und Nachkalkulation. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich hier nochmal reingehe, habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, ein Portal quasi dann aufzurufen. Das mache ich mir eben über diese Maske. Ich melde mich da an mit meinen Kontaktdaten. Und auch hier in meinem Kundenkonto bin ich jetzt genau in Business Central drin, in meinem ERP-System. Das heißt, ich sehe meine Anzahl meiner Angebote, ich sehe meine Anzahl der Rechnungen. Aber was viel interessanter ist, ich habe natürlich auch einen Zugriff auf meine Serviceartikel. Denn ein Roboter, da haben wir den, den ich produziert habe und bekommen habe, da habe ich auch vielleicht einen Servicevertrag drüber abgeschlossen. Und hier sehe ich natürlich jetzt auch genau die Service-Stückliste. Was ist das für ein Roboter? Das Material, Signaleffekt rot und die ganzen Informationen und könnte jetzt auch hier mir die Ersatzteile gemäß der Service-Stückliste bestellen. Wir sehen hier, es ist der Service-Artikel Nummer 44. Und wenn ich nochmal in das ERP-System reingehe und suche mir die Service-Artikel raus, sehe ich auch hier, da haben wir den Roboter, die Nummer 44. Ich habe hier meine Service-Stückliste stehen. Und das ist dann genau dokumentiert, wie der Roboter eigentlich dann ausgeliefert wurde. Hier habe ich nämlich genau den Roboter, LED rot, Carbon und die ganzen Informationen und meine Ersatzteile und Verschleißteile, die sind gekennzeichnet und die werden auch dann genauso in meinem Kundenportal angezeigt, sodass ich hier auch einfach als Kunde selbst mir Ersatzteile oder Ersatzteilkits bestellen kann. So, das war jetzt mal ein schneller Ablauf. Leider haben wir nicht mehr Zeit, aber ich würde sagen, Mick, ich übergebe zurück ans Funkhaus und du bist wieder dran. Ich beende das Teilen mal. Okay, dann wollen wir mal teilen. Zack. So, da sind wir doch wieder, genau. Ja, wir haben jetzt gerade uns mal CPQ greifbar gemacht. Wir haben mal geguckt, wie sieht das Ganze denn aus? Wie kann denn eine, ja, Szenario, ja, der grafischen Produktkonfiguration aussehen? Wir haben uns angeschaut, das Ganze dann, ja, wie kann ich das in ein ERP-System integrieren? Und das war ja im Endeffekt das Spannende. So diese Nebensätze von Michael Hering, ne? Er sagte, ja, hier sehe ich die ganzen Bilder, aber eigentlich sind die ganzen Sachen im ERP-System gepflegt. Ja, und das ist ja schon, ja, einmal nur Aufwand. Ich muss das nicht doppelt abgleichen. Ich muss da keine große Schnittstelle hinzubringen. Ich habe einen Online-Konfigurator und dieser Online-Konfigurator, der hat fotorealistische Bilder. Ich meine, das sind wir ja eigentlich, im privaten Bereich sind wir das gewohnt. Also wenn ich bei Amazon bin, dann gucke ich mir ein Bild an, und will ich den Pullover aber in Grau haben, dann kriege ich den in Grau angezeigt. Also dann ist es okay. Aber im B2B-Bereich ist das noch relativ neu. Ich weiß nicht, wie viele Sie von Ihren Wettbewerbern kennen, die das schon haben. Ne? Also fotorealistische Konfiguration und Produktdarstellung. Dann haben wir regelbasierte Auswahlmöglichkeiten. Ich kann nicht alles auswählen. Auch da die Plausibilitätsprüfung dahinter, die im ERP-System sowieso schon drin sein müssen, wenn ich da einen Konfigurator habe. Wenn ich den da auch noch nicht habe, können wir noch mal einen Schritt nach vorne gehen. Es gibt natürlich auch Konfiguratoren, ne, die nicht so schön aussehen, oder Michael? Natürlich, also es ist immer die Frage auch des Anwendungsbereiches, aber wenn ich natürlich zum Kunden rausgehe, dann macht natürlich so eine fotorealistische Darstellung schon Sinn. Gerade wenn es halt dann auch erklärungsbedürftige Produkte sind, wie zum Beispiel Maschinen, da habe ich auch da natürlich die Möglichkeit einer, ja, wenn ich etwas fotorealistisch sehe, kann ich es mir einfach als Kunde besser vorstellen und das führt halt dann auch zu einer besseren Kaufentscheidung oder Genau. schnelleren Kaufentscheidung. Ja, der schnelleren, genau. Und was wir, das Schöne, was ich an diesem Konfigurator, an diesem grafischen Aufwand war, da wird man durchgeführt, es gibt Dialoge,
Und was Sie auch gesehen haben oben, dann gibt es so einen Zahlenstrahl, so einen Strahlhalter. Dann sehe ich genau, da bin ich jetzt gerade an der Stelle, so viele Sachen muss ich noch machen, dann bin ich fertig. Ich habe den rechten Arm, ich habe den linken Arm. Ich kann mich da also quasi nicht nur durchhangeln, sondern ich werde da durchgeführt. Und das im Dialog. An jeder Stelle habe ich ja die Möglichkeit, noch tiefergehende Informationen mir per Knopfdruck zu holen. Und zu guter Letzt, ja klar, wird geprüft, funktioniert dort alles so, wie ich das will, und ab das Angebot direkt ins ERP-System. Und auch da haben wir ja die Möglichkeiten, das an den verschiedensten Stellen zu platzieren, direkt in der Produktion oder, also wenn ich natürlich in einem geschlossenen Raum bin, wo nur also meine Kunden drin Zugriff haben, dann will ich das so machen. Wenn ich natürlich das Ding irgendwo im Netz habe, für alle Menschen zugänglich, und da habe ich so einen Bot, der dann 27 Mal da draufklickert, dann wird es natürlich ein bisschen blöd. Oder Michael, wie siehst du das? Aber dafür haben wir nämlich genau diesen Zwischenschritt, weil ich ja an der Stelle nicht am Anfang nicht über mein Portal eingestiegen bin, ist das nicht direkt als klassisches Angebot im ERP-System aufgeschlagen, sondern erstmal als Anfrage. Hier hat dann der Vertriebsinnendienst nochmal drüber geguckt. In meinem Beispiel habe ich recherchiert und gesagt, der Michael Herend gehört zur Cosmo Consult, also habe ich den Debitor zugewiesen. Hätte auch feststellen können, ist eine komplett neue Anfrage. Gab es noch nie, dann hätte ich vielleicht einen neuen Kontakt im ERP-System erstellt, sodass ich das Angebot drüber abwickeln kann. Wäre ich halt dann über das Portal reingegangen, dann hätte ich meine Konfiguration quasi direkt bestellen können und dann wäre auch dann das Angebot oder der Auftrag im ERP-System automatisiert direkt angelegt worden. Ja, wo du gerade redest, komm, dann sag uns noch mal aus deiner Sicht die Highlights. Ja gut, also genereller Nutzen ist von einem CPQ-System, dass ich natürlich das Produktverständnis durch die Visualisierung und die intuitive Bedienung halt dann fördere. Das heißt, der Kunde sieht, was er konfiguriert. Ich habe die erklärenden Texte dabei und er weiß jetzt, aha, genau so sieht das aus und so werden halt die einzelnen Dinge dann positioniert. Das nächste ist natürlich, dass darüber auch dann die Absprungrate, also die vertriebliche Absprungrate, erwiesenermaßen dann reduziert wird, weil einfach der Kunde sich mit dem Produkt deutlich tiefer auseinandersetzt, als hätte ich vielleicht eine einfache tabellarische Auflistung der einzelnen Funktionen. Und natürlich der dritte Punkt ist, dass ich auch die Angebote natürlich fehlerfrei sind, weil das Regelwerk, was dort aufgebaut ist, das ist eigentlich dann 1:1, das ist richtig, das passt. Die Regeln führen dazu, dass ich halt nur das konfigurieren kann, was ich konfigurieren möchte oder zulasse zu konfigurieren. Und die Angebote passen dann einfach dementsprechend besser für den Kunden, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit führt, weil nicht immer der Dialog als Ping-Pong-Spiel, ja, was haben Sie damit nochmal gemeint, oder noch Text hinterlegt werden können. Der Angebotsprozess verkürzt sich natürlich aufgrund des Konfigurationsprozesses und last but not least entlaste ich darüber auch den Vertrieb, weil er sich jetzt nur noch um die Fälle kümmern muss, die vielleicht gar nicht so eindeutig und erklärungsbedürftig sind. Wenn ich das System direkt in das ERP-System integriere, gibt es aus meiner Sicht ganz klar, ich pflege an einer Stelle die Konfigurationslogik, sowohl für den Webkonfigurator als auch für die technische Konfiguration. Ich reduziere die Schnittstellen, die dabei, weil ich ja alles an einer Stelle habe, so Single Source of Truth. Und ich habe auch, kann die gleiche Konfiguration auch nutzen, um im zweiten Schritt vielleicht eine technische Konfiguration durchzuführen. Das heißt, Schritt 1 könnte sein, reine Vertriebskonfiguration, vielleicht dann manuelle Übersetzung durch das technische Büro in Stücklisten. Oder ich gehe halt gleich den nächsten Schritt und sage, ich nutze die vertriebliche Konfiguration und die eingegebenen Informationen, um daraus dann auch eine Stückliste zu leiten, der ich produzieren kann. Und last but not least auch hier ein leichteres Änderungsmanagement. Ich mache Änderungen halt dann an einer Stelle und sie stehen dann sowohl in beiden Konfiguratoren zur Verfügung. Das sind aus Damit, meiner Sicht die Vorteile, die wir dort haben. genau, und wenn ich nochmal, schaue nochmal auf die Auswertung, und es waren ja genau Make-to-Order 28, Assembly-to-Order 31%, das war ja auch die Mehrheit, genau, die sich sicherlich mit solchen, ja, Geschichten auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, oder wir hoffen jedenfalls, dass wir Ihnen hiermit auch
ja eine Möglichkeit gegeben haben, Sachen greifbarer zu machen. Wie kann man denn so einen grafischen Konfigurator, so ein geführtes System vorwegschalten oder integrieren, damit Sie Ihr Potenzial in Ihrer Branche besser entfesseln können? Wie am Anfang schon erwähnt, wir sind jetzt gerade am Anfang unserer Webinarreihe. Wir haben gerade das erste Webinar haben wir jetzt hinter uns. Also die nächsten Webinare, die noch anstehen, wo wir auch viele Sachen greifbarer machen wollen, PDM-System greifbar machen wollen, wo wir KI und CRM greifbar machen wollen und wo wir nachher wirklich automatisierte Prozesse in der Kundenkommunikation bei Velo de Ville im Dialog klären. Wir sind in Time. In Time and Budget, das hört man immer gerne, Natürlich. wenn man Projekte mit Kunden macht, ne? Dann wollen die das immer. Wir wollen das natürlich auch. Dann hat man auch zufriedene Kunden. Dann kann ich nur auf die letzte Folie gehen und sagen: Vielen Dank. Und ich hoffe, dass Sie Ihr Potenzial in irgendeiner Form nach vorne bringen. Alleine schon, weil Sie hier waren und sich Gedanken machen können. Ah, wie machen wir das denn? Was können wir denn machen? Wie können wir es denn machen? Wie wollen wir das denn umsetzen? Und dann damit haben Sie ja schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, ich danke auch und wünsche noch einen angenehmen Tag. Und ich hoffe mal, dass der erste Einblick in das Thema Konfiguration für Sie halt dann hilfreich war. Es ist ein breites Feld, aber dafür stehen wir natürlich ganz gerne noch im Nachgang zur Verfügung, um auch dann einige Fragen im Detail zu beantworten, wie das vielleicht bei Ihnen im Unternehmen passen könnte. Vielen Dank für die Teilnahme und ich wünsche einen angenehmen Tag noch. Bis dahin. Tschüss.